Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Trick verraten, wie ihr ganz schnell eure Werfer leveln könnt. So, hierfür würde ich mir auf jeden Fall erstmal trotzdem zwei C4 holen, Leute. Eine Selbstwiederbelebung und Juggernaut. So, wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr einfach hier in diesen C4 Glitch Spot reingehen und gegen die Wand schießen und ihr tötet die Zombies hinter euch. Ihr müsst aber aufpassen, Leute. Immer wenn ihr gegen die Wand schießt, also das kann sein, dass ihr ab und zu dann mal so einen Schritt nach hinten schleudert. Also beim Schießen drückt die Taste, um nach vorne zu laufen, sodass ihr immer an der Wand bleibt und keinen Damage von den Zombies bekommt. So, ich würde euch auch empfehlen, Feuerring mitzunehmen, weil ihr macht einfach viel mehr Damage damit. Und zum Thema Packer Punch, Leute. Ihr könnt ruhig Strom aktivieren und Packer Punch aktivieren. Nur wenn ihr das macht, dann spawnen Hunde. Das ist nicht schlimm. Weil die Hunde, wenn ihr die hört, dann könnt ihr einmal gegen die Wand schießen und dann sterben die. Und falls die dann zu nah an euch sind und sterben und ihr Damage vom Gas bekommt, dann macht einfach erstmal gar nichts und wartet, bis ihr euch wieder hochgeheilt habt und dann fangt wieder an, gegen die Wand zu schießen. Ganz wichtig auf jeden Fall, drückt nach jedem Schuss nach vorne laufen. Weil ihr werdet einfach durch den Rückstoß dann nach hinten fliegen, kleine Stückchen, und dann werden die Zombies euch hitten. Also ganz wichtig, Leute, schießen und direkt nach vorne laufen. Und falls ihr euch fragt, warum ich sage, dass ihr C4 mitnehmen sollt, ganz einfach, falls die Muni leer geht, dann könnt ihr einfach den C4-Glitch machen, bis nur ein Zombie lebt oder ihr euch ein bisschen Platz gemacht habt, um wieder neue Munition hier zu holen. Und dann könnt ihr wieder mit voller Munition in den Glitch reingehen und weiter euren Werfer leveln. So, das war's mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr, sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.